So, jetzt wollen wir hier in... Also er zeigt mir an, der Blutbaum, aber das, er zeigt mir das nur an, weil es hinter, genau hinter diesem Tor liegt. Das ist die Nebenmission, die Unterschlupfmission. Wir wollen aber eigentlich hier in diesem Side-Raum rein. Du stehst echt voll auf diesen Horrorkram. Ich kann den aber nicht aktivieren. Ja. Eine Freundin aus der Highschool hat mir einen USB-Stick. Ich glaube, da brauchen wir doch noch irgendwie das Ritual. Aufstieg aus dem Grab, Sturz ins Grab, sie leerten sein Grab und so weiter. So, vielleicht müssen wir hier irgendwas noch einsammeln. Schaust du dir solche Filme an? Zuerst, um meine Mutter zu ärgern. Jetzt? Naja, immer noch, um sie zu ärgern. Ja, vielleicht gibt's hier doch irgendwas, was man in irgendeiner Reihenfolge geheimnisvoll erledigen muss. Also, dass wir doch den Ablauf des Rituals brauchen, um das zu öffnen wiederum. Ah, warte mal, hier ist noch so ein hier, wir müssen diese roten Dinger kappen, die zu dem Portal gehen. Siehst du das? Die roten Fäden? Ah ja, sehe sie. Das war nicht hoch genug. Das wäre auch noch ein cooles Upgrade, wenn man die Höhe noch ändern könnte von diesem Fahrstuhl, von diesem Geisterfahrstuhl. Also wenn sie... Oh, hier sind 1000 Fallen, Laserfallen drin. Das wiederum ist halt voll witzig, dieses von wegen, ich schlag einfach das Fenster ein und umgehe halt diese ganzen Beschränkungen durch die Fallen. Kann man auch durchs Dach kommen? Oh. Nee, durchs Dach geht's leider nicht. Das war er. Da steckt dann noch der... Hä? Okay, da steckt dann noch ein Chia. Also ein Chi, nicht ein Chia, sondern so ein das Zeug, was man dann in den Händen hält drin. Lass jetzt mal hier den Alarm aus. Ich will mal das... Entschuldigung, was der macht. Gesundheit. Oh, du bist dead. Ja. Aber ich lieg direkt am Fenster, du könntest mich aufstellen. Ja. Musst nur von außen kommen. Okay, also das ist auf jeden Fall eine große Explosion. Sind jetzt aber lauter Gegner gerade aufgetaucht. Wo kann die denn her auf einmal? Ja, sie sind einfach um die Ecke gespawnt. Oh, wo sind wir denn? Oh ne, jetzt sag nicht, wir sind in dem Tunnel. Wir sind in dem Tunnel. Gibt es irgendwie einen Punkt, wo man da näher rankommt? Ja, ich glaube, wenn wir bei dem ja, Windy Step. Ja, genau. Ja, bin ich auch. Kommen wir schneller wieder nach oben. So ein bisschen latschen, aber... Ich hätte gerne mal ein Spiel, was so diese Open World so hat und dann aber wirklich nur mit so einem Hinweisensystem und so funktioniert. Kann ja von mir aus immer noch ein Action-Spiel sein, aber die Quests, wenn die sich komplett so aufbauen würden... Na, das wäre echt cool. Ja, eigentlich so wie die alten Rollenspiele, so, ne? Irgendwie so gefühlt, so Gothic 1, 2, Tale of Morrowind, war das nicht auch so in die Richtung? Da wurde auf jeden Fall noch Markierung. Genau, da wurde längst nicht so viel markiert und hingewiesen. Das wäre schon cool, so eigentlich wie so Rollenspiele, nur in einem Action-Gewand. Ja. Aber es müsste halt funktionieren, ne? Also es bringt jetzt nichts dann irgendwie. Da darfst du halt nicht 1000 Zettel irgendwo hinlegen, sondern da musst du halt schon ein bisschen. So, dass es irgendwie einen guten Mittelweg aus Hinweisen und... Noch nicht umgebracht. Eins von den Dingern ist schon erledigt. Okay. Ja, auf sie! Ja, oder halt auch mal so ein Spiel, vielleicht auch mal... Ohne jetzt so eine klassische das Karte, sondern vielleicht. Das passiert, wenn reiche Drogen nehmen? Oh Mann. Nur so, ja, wie so Touristeninfo, die irgendwo rumliegt oder so. Dass man immer zu so einer Karte gehen muss, um sich da so ein bisschen zu orientieren. Das wäre auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre viel auf jeden Fall ein richtiger Mindfuck. Also für einen selber wahrscheinlich auch, weil man es gar nicht mehr gewohnt ist. Ja. Wahrscheinlich würde es dann einfach 2 Minuten später im Netz überall so interaktive Karten mit allem
geben. Ja, aber man hätte ja zumindest die Möglichkeit, also man, klar, man kann dann im Internet nachgucken, aber im Spiel selber könnte man sich auch dazu zwingen, ja komm, ich guck mal nicht alles im Internet nach. Und vor allem, wenn du dann das Loot-System rausnimmst, dann und dann relativ wenige Sachen zum Einsammeln machst, dann hast du auch nicht so dieses, ich renne durch die ganzen Dinger nur noch durch, um zur nächsten Kiste zu rennen, um fünfmal aufsammeln zu drücken und fertig. Ja, genau. Es ist halt, also man müsste irgendwie hinkriegen, dass man eine andere Art von Pacing wahrscheinlich hat in den Missionen. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Weil so ein schnelles Spiel, klar, das willst du ja auch mit Karacho spielen. Vielleicht bräuchte es dann eine andere Art von Game. Oder es müsste halt dann zum Beispiel halt relativ wenig Munition oder sowas geben. Also das ist ja bei den Dishonored-Spielen und so eigentlich auch oft so gewesen, dass diese Art von Spielen, dass du jetzt nicht, meist nicht, sagen wir mal, übermäßig viel Munition hast. Also, dass du dich vielleicht nicht immer so komplett durchballern konntest. Das ist ja hier wirklich gar kein Problem. Das stimmt, ja. Was ich an sich auch nicht schlimm finde. Also, ich bin kein großer Fan davon, wenn Spiele so künstlich Munition zurückhalten, um darüber Spannung zu erzeugen, weil sie sonst nichts haben. Also das geht manchmal schief, also muss schon zum Game passen, so, ja. so dass dann so ein Survival-Aspekt wie Resi oder Dead Space oder so hat. Genau, da ist es irgendwie cool, aber manche haben dann nichts anderes, außer sich irgendwie über so ein System dann wieder so eine künstliche Beschränkung zu geben, dann funktioniert es natürlich nicht, dann ist es eher so ein von dem, was soll das? Ja. Ah, jetzt kommen wir auch übrigens hier rein. Jetzt geht's. Jetzt. Genau, komm ich nach oben. Ausschalten. Eine Monsterfabrik. Nicht doch mal mit. Oh, will ich wissen, was da abgeht? Gucken wir doch mal. Hoffentlich ist das Color Grading hier ein bisschen angenehmer für die Augen. Jetzt sieht's vernünftig aus. Okay, wir müssen diese komischen, aufgeblasenen Erinnerungstypen finden. Aber schau mal, das ist doch wieder so ein Gang. Dann war das doch vorhin falsch, oder? Ich weiß, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch. Das sieht schon wieder cool aus, auf jeden Fall. Müssen. Ja. Ah, hier geht's nach unten. Okay, okay. Wo ich das zum Beispiel total cool fand, mit dem, dass sie einem starke, super starke Waffen geben und dann nicht sagen, von wegen, du hast aber nur 5 Schuss dafür, was ja fast immer passiert, war bei dem Serious Sam Siberian Mayhem. Da kriegst du später so over-the-top Waffen, aber du kriegst auch echt viel Munition dafür, also du kannst dich da völlig, also kannst dich halt völlig austoben und das ist so cool. Also, das ist echt cool. So ein Spaß. Ja. Das ist eh so ein spaßiger Shooter gewesen. Das ist so wie so eine Art komprimierte Serious Sam-Erfahrung und nur die Highlights. Das ist echt cool. Sie wollten nicht sprechen? Danke, dass Sie sich Zeit Frau Doktor. Ich habe mit einigen der Pfleger gesprochen und hören dieses laute Klopfen. Es ist laut und es verängstigt einige Patienten und... Verstehe. Nun, ich kann Ihnen 2 Dinge sagen. Erstens, Sie sind nicht verrückt. Und zweitens, ja, die Rohre machen ganz schön viel Lärm. Dieses Wetter in Neuengland, nicht wahr? Oh, sicher. Ja, die Rohre. Ich sag's den anderen. Gut. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ja. Danke, Frau Doktor. Das war nicht richtig. Das ist verdächtig. Ja. War es das jetzt hier schon, oder? Ich glaube, ja, für die Erinnerung. Ich schätze mal, wir müssen auf jedem Stockwerk jetzt so einen Erinnerungsbubble zerstören.
Ich höre hier doch auch. Hier ist ein Sündenfresser, ja. Naja, hier in der Mitte ist es dann immer. Sag mir, wie es dir geht, Grace. Sind die Behandlungen in Ordnung? Es ist seltsam. Ich war noch nie so. Irgendwas ist anders. Aber mir geht es gut, glaube ich. Zumindest nicht schlechter. Das freut mich zu hören. Aber du meintest, etwas ist anders? Erzähl mir davon. Ich sehe Formen, Muster. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich Formen. Was für Formen? Also, kleine Sachen. Mal ein Schmetterling oder ein Gesicht. Das sind auch Geräusche. Erzähl mir mehr davon. Was für Geräusche? Deine Stimme. Ich höre deine Stimme. Komisch, oder? Und was sage ich, wenn du mich hörst? Blut für die Trance. Dr. Young hat mit diesem Blut-Trance-Gedöns in den Köpfen der Leute rumgepfuscht. Hat sie das für Avem untersucht? Die andere Richtung? Ich springe mal zwischen den, den Räumen hin und her. So, hab ich. Ist der hier wieder her? Ja. Ist schon wieder in der Mitte, oder? Mhm. Leider nichts für sie tun, Miss Wayland. Ich will sie nur sehen. Ich muss wissen, ob es ihr gut geht. Seit Stunden warte ich hier. Ich habe sie seit Monaten nicht gesehen. Sie wissen ja nicht, wie sich das anfühlt. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss sie sehen. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Weiß sonst noch jemand davon? Haben Sie noch jemandem davon erzählt? Nein, ma'am. Nur Ihnen. Bitte, bitte. Sie sind ein guter Mensch. Helfen Sie mir. Ich muss zu ihr. Ich muss auch gar nicht mit ihr reden. Ich will sie nur sehen. Bitte. Lassen Sie los, Miss Whale. Ich weiß, wie sie das mitnimmt. Aber ich kann Ihnen nicht helfen. Wir sind jetzt in einer entscheidenden Phase. Sie sind ein guter Mensch, Frau Doktor. Ja, Sie leisten gute Arbeit. Sie helfen den Menschen und mir auch. Ich sagte, lassen Sie mich los. Danke, Miss Wayland. Nein, das können Sie nicht tun. Lassen Sie mich raus. Dr. Young hat diese Frau eingesperrt und verhungern lassen, um sie abzuhalten von... Was genau? Wen hat diese Frau versucht zu sehen?
Oh, hier. Ist aber auch, dass diese benamsten Gegner dann halt einfach dieselben sind, wie draußen die, nur mit einem Namen drauf, ne? Ja, das stimmt. Also zumindest so ein bisschen cooleres Design oder so ein bisschen individueller. Und ja, zumindest für die 3-4 Boss-Gegner dann schon machen können. Was übrigens ganz witzig ist, die Himmelsrichtung oben beim ach ja, stimmt. Genau, die wechseln so durch, also beim Kompass. Der fühlt sich an wie Addisons Schmetterling. Aber ist jetzt vom Design fand ich es aber auch wieder irgendwie cool. Ja, Design können sie. Jetzt ist die Frage, wo ist der gelang in den Keller, um nach Miss Wayland zu suchen. Okay. Okay. Ja, aber er sagt mir gleichzeitig auch, dass die Mission vorbei ist. Ach so, das war eine Nebenmission mit dem Keller von Miss Wayland oder was? Oder? Aber schau mal, hier sind Dr. Youngs wir haben eine neue Mission. Wir haben eine neue Mission bekommen, deswegen. Und der Dicke. Komm mal her. Es ist das Blut. Es dringt durch jedes Herz. Der Turmbruder. Hast du schon wieder aufgetaucht? Ja. Jo. Der wird von dem Geschütz abgeschossen, das ist der Pfanne. Der kriegt gerade richtig dick von den Geschützen. Jetzt wollte das Geschütz gerade auf mich zielen, aber dann hau ich mal lieber ab. Es wäre zum Beispiel auch cool, wenn irgendwie ein Charakter ein Geschütz aufstellen könnte oder sowas. Mhm. Also im Grunde genommen so die absoluten Klassiker in dieser Art von Genre. Das fehlt alles total. Boah, wo ist der denn her jetzt? Ja. Spaltet die ganze Zeit das Geschütz. Aber er scheint es auch irgendwie nicht zu treffen, weil es ist es hat ihm nichts gemacht. Er macht den Geschütz nicht. Aber eigentlich müsste das Geschütz ja bei ihm höchstens einen. Oh, da hinten ist ein Bellwether-Sniper. Oh, hier ist eine ganze Bellwether-Truppe. Warte mal. Ich kümmere mich mal um die. Genau, jetzt habe ich meinen Sniper wieder nicht ausgewählt, oder was? Diese blöde Welle ist auch so schwach, ey. Oh, jetzt kam mal nicht die blöde Animation am Anfang von ihm. Ah. Jetzt ist er einfach rausgekommen. Hey, ich hab dich! Na gut, dann loot mal den Typen noch, falls du noch nicht hast. Ja, warte mal, wo ist denn der gestorben? Hier, ne? Hier, irgendwo. Ah ja, wieder ein Dings-Sturmgewehr, ein Legendary. Mhm. Dann gehen wir doch mal in Youngs Büro. Ist das so? Also mal Dr. Young. Ach nee, stimmt. Das ist jetzt nicht das woanders öffnen. Das ist immer noch das woanders öffnen. Hier oben sind lauter Schlüssel. Ah, hier, hab den Knopf. Oh, okay. Der war unterm Tisch, war ein Knopf. Das ist auch wieder, das ist dann wieder so der Klassiker, ne? Das ist aber die Nebenmission, ne? Wo wir dachten, es wäre. Ich kann sie nicht nehmen, kannst du sie nehmen? Nee, ich auch. Jetzt. Ja, doch, jetzt hast du. Royce Ellery und Thomas Sands leben in Ashamet Springs und Matthias Bollinger lebt in Winslow Fields in der Nähe von Ashamet Springs. Das sollte die Sache einfacher für mich machen. Okay. Aber sollen wir die jetzt finden oder sollen wir die jetzt einfach gucken, was sagt denn der Mission Table?
Such nach Thomas Sands, such nach Matthias Bollinger und Royce Ellery. Ja. Und gelange in den Keller der Klinik, um nach Miss Whalen zu suchen. Das können wir direkt hier noch machen. Also hier muss noch Mrs. Whalen irgendwo im Keller hausen. Oh, jetzt geht's langsam los mit abgefahrenen Waffen. Schau dir mal an, was ich jetzt habe. Was hast du? Alter, was ist das denn? Voll das Knochengewehr. What the fuck, ey? Okay. Okay. Und die Frage ist, wo ist denn hier ein Kellereingang? Soweit. Oder behalten wir den? Ne, den machen wir weg. Und was macht der? Anvisieren. Schneller straucheln. Ne, der ist aber noch stärker. Und das Sturmgewehr kann weg. Okay. So. Jetzt haben wir hier auf der Karte. Also das sind so bei diesen beiden Herzdinger. Ja. Ah, okay, das ist nochmal ein anderes Gebäude, oder? Ich glaube auch. Ich hab's auch gerade gesehen. Unten? Das hier oben. Ach, guck mal hier. Ich glaube, ich habe die Tür gefunden. Die sieht schon so verdächtig aus. Benutzen Miss Whispers Schlüssel. Ja, guck mal. Was hier wohl begraben wurde. Aha. Ah. Oh, sorry. Hier ist auch wieder eine Grablocke. Ja. Wir haben es anders genannt. Das ist sick. Ah, guck mal, hier ist auch wieder jemand so explodiert, ne? Dass das. Es tut mir leid, Notiz. Ich weiß, dass ich hier nicht rauskomme. Diese Nachricht ist für die Polizei oder wer auch immer die Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Sie hat mich hier eingesperrt, ohne Essen oder Trinken oder Licht. Dr. Young war das. Bitte kümmern Sie sich um meine Gracie, meine Süße. Manchmal kann ich dein Gesicht im Dunkeln sehen. Es tut mir so leid, ich war nicht stark genug, um dich zu beschützen. Hm. Ja, sieht auch wieder sick aus. Das ist auch wieder so, so cool, so ein cooles Element wieder dann so zwischendurch, ne? Mhm. Ist ja auch wirklich so eine, diese ganze Kugel nach hier zu sehen. Das ist schon echt cool. Ein bisschen Akira-Style hier, mit diesen ganzen komischen Experimenten, Sachen, die du dann so aufdeckst. So, was haben wir jetzt denn noch? Okay, Fortschritt. Aber hätte ich auch von innen in das Ding reingekonnt? Warte. Okay, also man hätte auch von innen in das Büro reingekonnt, aber hätte auch den Schlüssel gebraucht, weil hier so eine Treppenanlage ist, die hier nach oben führt. Was wohl da unten ist? Vermutlich nichts Gutes. Das ist auch wieder so ein bisschen so das Ding, so sehr ich mich das manchmal bei sowas wie Destiny nervt, dass du dann auch öfters für Missionen wieder in dieselben Gebiete zurückkommst und da irgendwie eine Nebenaufgabe oder irgendwie einfach nur so Abarbeitungsaufgaben sind. Wahrscheinlich, wenn du hier so eine Umgebung irgendwie baust, ne, wahrscheinlich müsste man das, also hier müssten wahrscheinlich im Laufe des Spiels dann so 5 Missionen in dem Gebäude drin sein, damit sich das eigentlich überhaupt ein bisschen gelohnt hat, das Ding zu bauen. Also das... Dass du auch diese Umgebung ein bisschen kennenlernst, weil da ist jetzt hier einmal hin, einmal weg. Ja, das stimmt. Also, ist auch, es findet, da kann auch keine Wertschätzung irgendwie stattfinden für das, was hier eigentlich gebaut wurde, weil es
Ja, man rast so durch. Ja. Bisschen schade. Es liegt natürlich auch am Game so ein bisschen, ne? Weil das ist halt ein Game, das spielt man schnell und dann. Ja, dann hat man rusht da durch, ne? Ja, dann hat man nicht so das Auge für die ganzen Setpieces. Erster Stopp. Geschirr, Monster, ja, komm, Kultisten. Kommen wir jetzt hier, das die für den Unterschlupf die noch machen. Ja, wenn wir da eh schon sind. Außerdem muss ich mein komisches Knochengewehr ausprobieren. Das stimmt allerdings. Das hier ist auch ganz cool mit dem ganzen. Ah, warte mal, das ist einer, der das irgendwie von einem Schild geschützt. Ich bin. Ich konnte nicht raus, warte. Ich war ein bisschen stuck, aber. Hier ist irgendeier, der die Vampire schützt. Ich lauf mal zu dem Typen. Kann ich nicht. Oh, warte mal, jetzt ist irgendwie. Hier vorne. Einen konnte ich jetzt gerade. Einen konntest du killen? Ja, einer war weit genug. Ich glaube, wenn man die weit genug weglockt, dann verlieren die auch ihre Unterstützung. Oder auch nicht. Ich bin down. Ja, ich komm. Ich konnte ihn jetzt aber auch so irgendwie erwischen. Also. Wir kriegen kein Bein auf die Erde. Ach, das ist wieder so ein Blutbaum. Ja gut, stand ja auch irgendwas mit Blutbaum. Ja. Aber irgendwie. Wir müssen noch hier weitere. Kann ich was fehlen. Ah, und jetzt ist sie frei hier. Ah, okay. Nee, sie ist noch nicht frei. Das ist jetzt einfach ein anderer Vampir, der hier angekommen ist. Ah, okay, aber mit UV-Licht kann ich sie auch angreifen, selbst wenn sie unter Dings ist. Unter dem Schild ist. So faul, jetzt ist der Schild von ihr weg. Wie viele waren das? Nicht genug. So, jetzt können wir den. Achso, da war jetzt gerade so eine Verteidigungsmaschine dabei. Ah, jetzt ist sie frei. Ah, und das ist wieder so eine, die sich aus dem Boden raus. Guck mal, ob ich bei der was mit dem Traulicht machen kann. Ich fürchte das nicht. Aber die hat auch noch Begleiter dabei. Jo. So ganz schnallig diese Schildmechanik noch nicht, weil irgendwie dann verschwindet sie wieder. Dass das Schild bei ihr nichts machen. Also ich bin down. Oh. No. Wiederbeleben geht ja zum Glück ohne Ende. Ach, da braucht man gar keine Tür. Ah, okay. Nee. Dann lass mich kurz liegen, dann. Ich kann dich ja unendlich wiederbeleben. Das ja, aber die greift mich ja nicht an, wenn. Ach, so meinst du, okay. Das soll nicht verlassen, ich hab das. Einfach einen Fehler mitnehmen sollen. Ja. Weil die ganzen Waffen wir relativ wenig ausgelöst haben. Sollen wir zum Unterschlupf dann eben die Leutnant-Mission von dem Ding annehmen? Ja. Warte, ich stelle dich auf. Ja. Okay, weiter. Ja. Ja, können wir machen. Zum Unterschlupf und den Leutnant annehmen. Oh, was ist denn? Ach, guck mal, jetzt sind diese Häuser hier hinten auch, die sind markiert sogar. Die müssen wir gar nicht finden. Die sind markiert, die Häuser. Ach, okay.
Witzigerweise ist der Unterschlupf direkt unter uns. Also wenn wir durch den Boden durchbuddeln könnten, dann wären wir direkt da. Boah, Gott! Ich glaube, ich habe deren Staub im Mund. Alles am Start. Ich weiß, du bist verletzt. Aber da draußen kämpfen tapfere Leute für dich. Solange sie nicht aufgeben, tue ich's auch nicht. Guck mal, der Leutnant ist direkt bei dem Schnellreisepunkt. Bei welchem? Windy. Ach, da bei dem, ja, dann gehen wir doch da schnell hin. Und machen den noch weg. Dann nehme ich aber diesmal den Flock statt die. Irgendwie ist die Schatze, die Legendary, die ich da hatte, gar nicht so geil, wie ich irgendwie gehofft hatte. Hey. Macht auch gar nicht so viel was Schaden. Was willst du hier nach eigentlich machen? Nach was? Du weißt schon. Doch, nachdem wir gewonnen haben. Über sowas denken. Ach du Scheiße. Ah, ja, ja, ich bin einfach hier reingerannt. Hier ist überall das. Ist überall das rote Zeug, ne? Ja, aber ich sehe gerade diese Tante nicht. Warte mal, ich verschaffe mir mal einen Überblick. Warte mal, ich hab doch hier die Krähe, ey. Okay, mach mal. Stimmt, die nutzen wir viel zu selten. Oh, jetzt liegt hier auch mal richtig schön Nebel über dem Boden. Ja. Ach, hier ist er. Jetzt, okay. Ich bin blind. Die war die am Anfang. Ich kann das aber auch eben machen. Okay, jetzt können wir hierher. Oh, hier wird er auch schon gefightet, oder? Ja, ja, hier sind irgendwie zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Ach, guck mal, die kämpfen gegeneinander, die helfen uns ein bisschen. Wie, das war's? Hast du ihn schon? Ich hab den mit dem UV-Strahler einfach geblendet und konnte ihn instant kaputt hauen. Ja, ich nehme mal seinen Schädel. Okay. War ja ein bisschen, Ist aber auch geil, dieser ganze Kampf, der hier stattfindet, keiner irgendwie bemerkt uns so richtig, ja. Oder? Ja. Oder jetzt greift mal einer an. Oh, ich wollte hier nicht sterben! Leila hat's erwischt! Komischerweise wirkt es so, als wäre die hier. Wäre die gar nicht so stark. Vielleicht muss ich mir doch mal wieder die Zahlen einblenden lassen. Warte mal, ich mach mal wieder die Zahlen an. Schadenszahlen aktiviert. Lass ich mal sehen, in welchem Bereich ich mich so bewege. 6, okay. Das sind 470. Okay, bei dem hat es 470 und bei dem anderen 206 gemacht. So, wir haben alle erledigt. Aber hallo. Aber wofür haben wir hier alle erledigt? Keine Idee. Warum? Wieso? Weshalb? Hier war ja nichts. Das war ja. Das war random, glaube ich, ja. Okay, weird. Aber dann lass uns doch rübergehen zu dem Winslow Fields und diese drei Häuser abarbeiten. Ja, können wir machen. Weil ich glaube, von da aus, da werden wir bestimmt irgendwo an einem Unterschlupf vorbeikommen. Und dann können wir den für die Region auch schon gleich aktivieren. So, und jetzt gucke ich mir nämlich mal im Verlauf der Quest die Zahlen von meiner Waffe ein bisschen an. Ich setze mal einen ersten Punkt zu dem ersten Gebäude. Da oben ist ein Turm. Oh, ich versuche mal auf den Wasserturm zu klettern und von da aus mit dem Portal noch weiter zu springen. Riesensprung. Ich habe auch noch einen Fähigkeitenpunkt. Sekunde. Wo packen wir den denn rein?
Jason kämpft länger. Machen wir mit Jason ein bisschen stärker. Ich muss ihn öfter mal einsetzen. Kann ich da überhaupt hochklettern? Doch, da gibt's eine Kletteroption. Da ist ein Unterschlupf. Ah, da ist tatsächlich ein Unterschlupf. Ich habe schon mal den nächsten Unterschlupf. Echt? Entdeckt. Ach, guck mal. Ah, ja. Yay. Oh, hier wird doch mies rumgeballert. Ah, hier oben war noch eine Waffenkiste. Wobei es halt auch ein bisschen Quatsch ist mit den Waffenkisten, weil die brauchst du jetzt doch eher die Legendaries. Warte mal. Abflug! Hui! Ja, tatsächlich, macht keinen Schaden. Richtig gut. Oh, wenn man einen Headshot mit dem hinkriegt. Ist das Ding richtig stark? Okay, kurioserweise vorhin hat es teilweise dann nur so 900 noch was Punkte gemacht. Nur 200 noch was Punkte gemacht, aber jetzt macht es immer die 470, die mir auch gesagt wurden, dass es das machen würde. Vielleicht ist das, wenn die Rüstungen haben oder so. Dass das noch ein bisschen begrenzt ist. Naja, das ging ja schnell. Dann gucken wir mal. Bill hier, mit frischen Infos für euch. Aber es ist echt krass, wie man dann ab einem gewissen Punkt. Na, jetzt kommt noch eine Ansage hier. Wie schnell man dann wirklich ab einem gewissen Punkt so durchrushen kann, ne? Weil ja. Das Ding haben wir jetzt halt bum bum bum, zack, weg. Ja. Aber wieder ein Vampirkult-Versammlungsort. Ja, die werden langsam ein bisschen elendig, sag wie es ist. So, dann gehen wir wieder raus. Okay, das ist eher an dem anderen Punkt. Lass uns erst die Häuser. Mission, ja, wenn wir da schon sind in der Gegend. Ich rüste mal kurz meine andere Legendary aus, wie wir mal sehen. Also die macht 389 Schaden, höhere Feuerrate, das andere hat ein größeres Magazin. Kopftreffer 75% Schaden, Gegner 50% schneller, Strauchen und Genauigkeit erhöhen. Hier ist das Fehlen eines Vampirs mit dieser Waffe 15% heilt 15% deiner maximalen Trefferpunkte. Ah, guck mal, hier kommen jetzt so eine Fehlen heilt. Magazingröße wird um 6 Patronen, Genauigkeit. Okay. Also bei den Legendaries ist zumindest dann ab und zu so ein bisschen was Interessantes noch mit drauf. Aber dann will ich die beiden mal gegeneinander vergleichen. Ah, guck mal. Ach so, du bist da. Aber ich mach nix. Wie Wort mal hier. Ah, hier ist was Gelbes. Lesen. Sie haben versprochen, mir zu helfen. Ich habe ihnen vertraut, aber sie haben Verbindung benutzt, um mir meine Tränen, meine Freunde, mein Leben und meine Furcht zu rauben. Ihre Stimme ist ein ständiges Flüstern. Ich bin nichts weiter als eine Motte, die vom Feuer angezogen wird. Bluttrance, bla bla bla. Es ist halt auch immer dasselbe. Ah, die Vampire machen etwas Böses. Danke. Ach so. Bin der Done Dead. Ich hab noch einen Punkt zum nächsten. Hier sind noch zwei. Hat sich erledigt. Ich hab sie beide. Ey, du Fauststrahle, so recht der. Der Way to go, ne? Ja, okay. Also zumindest bei dieser Art von Gegnern, ist die anderen, die irgendwie gar nichts gegen machen können, da ist es dann eher doof, aber bei denen hier ist es wirklich Gold. Ja. Ah, du bist schon auf dem Weg zum anderen Haus, sehr gut. Ach, war bitter nötig. Ich
wundert halt eher, dass die besonderen Vampire halt dann wiederum nicht anfällig oder so wenig anfällig sind. Also diese Harponiererin ist doch auch halt ein Vampir. Ja, das stimmt. Oh, warte mal, hier kann man läuten. Mach auf. Da steht auch, dass das dass auch hinten so blutige oder in Blut rangemalte Glocken waren an dem Gebäude auch dran. Jetzt ist die Frage, ob man vielleicht irgendwie über einen anderen Weg da reinkommt. Vielleicht hier über eins von den Mausoleumgebäude. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Vampir drin. Monster, auf 12. Hm. 11 Uhr. 11 Uhr 30. Also die... Fickt euch. Fickt das. Kein Problem. Ach, lustigerweise hat dieses eine Mausoleum jetzt tatsächlich auch ein Symbol bekommen. Ich hatte irgendwo anders auch nochmal ein Grab entdeckt. Das war aber noch auf der ersten Map. Und habe mit dem aber nichts weiter gemacht. Vielleicht kann man auf die erste Map zurück, wenn man die Kampagne durch hat. Das kann natürlich sein, ne? Also wäre schon ein bisschen komisch, wenn man gar nicht zurück könnte, weil wir haben zwar jetzt die Nebenmission gemacht, aber... Hier geht es auf jeden Fall irgendwie tief nach unten, weil ich sehe alarmierte Fragezeichen tief unter mir. Hm. Ja. Hm, ach ne, ach guck mal, die Vampire, die spawnen einfach hier die ganze Zeit wieder neu. Im Haus da ist. Ah, hier kann man Leute befreien. Bevor ich sie wieder verbrenne, befreie ich sie mal lieber. Was das andere Gewehr macht. Jetzt habe ich das eine die ganze Zeit benutzt. So. Ah, und hier ist auch ein Unterschlupf in der Nähe. Guck mal an. Ah ja, super. Siehst du, hat sich schon gelohnt. Ja, jetzt brauchen wir noch den Schlüssel hier. Muss hier irgendwo sein. Achso, ist wieder... Ach, du hast schon? Nee. Ich bin hier nur am Rumsuchen. Ah, die waren mitten im Umzug. So, ja, weil die Notiz hieß, wir haben Thomas Sands gefunden und den müssen wir ja auch finden. Oder den Schlüssel von ihm. Ach so, haben wir ihn? Ja, tatsächlich, sein Haus ist bereinigt. Ach echt? Okay. Also ist zumindest nicht mehr als Suchobjekt hier drauf. Ich guck mal bei Emotionen, ob das... Also auf der Karte ist er nicht mehr, ist er nicht mehr gelb. Ja, wir müssen nur noch das eine Haus. Nächsten Haus. Oder beziehungsweise noch, zum Unterschlupf. Genau, den Unterschlupf können wir auf jeden Fall mal befreien. Das klettert halt hoch. Ja, dann schmeiß ich halt das Sprungding. Wahrscheinlich haben sie dieses Sprungding auch eingebaut, weil das Klettern so scheiße funktioniert zum Teil. Oh, shit, in der Boden. Ich hab die Scheide, glaube ich, in die Luft gesprengt. Upsi. Upsi. Da war ja was. Ja, wo sind wir jetzt? Wie man so schön sagt. Okay, aber dann macht das Gewehr hier eigentlich nicht wirklich. Oh nein. Welches nehme ich denn dann das? Oder? Ach komm, dann nehmen wir hier nochmal die Schotze. Oh, jetzt sind wir wieder am Arsch der Heide, ey. Na gut, hilft ja nichts. Manchmal sind die Waffen rausnehmen Animationen ganz nett. Eben hat er diese Shotgun mit dem Trommelmagazin, was ich hier habe. Das hat er dann erst so aufgeklappt. Das ist eigentlich ganz süß. Mhm. Oh, guck mal, hier sind noch ein paar Felsentexturen. Hier kann man durchgucken. Ah ja, stimmt.
Die Folge ist aber auch schon wieder voll. Ah, okay. Mit ihren Minuten. Dann die vom Friedhof warten. Genau, machen wir hier eine kurze Pause und in der nächsten Folge geht es dann in das nächste Haus, also diese dritte Nebenaufgabe. Dann befreien wir noch schnell den Außenposten und dann machen wir mit den Hauptmissionen weiter. Also so. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.